Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, lange hat es gedauert, bis es endlich mal wieder soweit war. So, jetzt habe ich mir die Mod Autobahn- und Schnellstraßenbaustelle rausgesucht vom lieben Huge Dragon. Und der hat eine Mod gestellt, die eine Baustelle darstellen soll. Und ja, es war erstmal nicht ganz einfach. Oh, gerade ein bisschen Flugverkehr hier. Oh, sieht doch ganz gut aus. Eine Baustelle erstellt, die erstmal für mich persönlich gar nicht so einfach war zu finden. Ich habe sie hier im Spiel aktiviert und ich habe alles durchgesucht, habe sie nicht gefunden. Als letztes, wo ich dann letztendlich mal gesucht habe, ist, man findet sie unter Güter. Güterhaltestellen und sowas. Am Ende findet man sie einmal hier, wie ich jetzt gerade verbaut habe, für eine vierspurige Straße in 60 und 30 Kilometern pro Stunde und einmal in einer sechsspurigen Autobahn mit 30 und 60 Stundenkilometer. Ja, so viel dazu. Die Mods an sich unterscheiden sich nicht, außer in der Spurbreite. Wir können jetzt hier sehen, hier haben wir jetzt 60 km/h ausgeschildert. Wir können die jetzt auch auf 30 ändern. Zack. So, nun ist er auf 30 km ausgestellt und die Autos fahren nur 30. Da müssen wir natürlich gar nicht mehr klarkommen. So, jetzt geht es dann hier auch weiter. Und ja, wir haben dann hier ein kleines Szenario. Hier fährt ein Bagger, den man natürlich dann auch noch mit seiner Mod-Baustellenfahrzeuge schön erweitern kann. Man kann jetzt hier noch alles Mögliche ranbauen. Kräne kann man sich jetzt hier noch hinstellen und wer weiß der Kuckuck was. Da kann man machen. Hier sind ja schon so ein paar Details. Ein paar Leute stehen hier rum. Autosave. Echt jetzt. So. Ja, so viel dazu. Es gab nur einen kleinen Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. Ist, ihr seht es hier. Die Textur hier unten. Hier vorne guckt sogar noch ein bisschen grün raus. Das habe ich manuell selber nachgearbeitet. Ich habe die Mod ein paar Mal abgerissen. Ich habe das Terrain darunter geändert. Das kam immer wieder durch. Die Mod könnte, also die Textur könnte da ein bisschen angehoben werden. Aber ansonsten, wie gesagt, das kann man ja selber gerade hier mit, wenn man die richtige Mod hat, kurz die Textur darunter ändern und dann sieht das ja auch. Ja, so hat man jetzt auf jeden Fall jetzt eine Mod, die von den Texturen her klar seinem Stil entsprechen. Aber, wenn man die jetzt so schön eingebaut hat, wie jetzt hier, passt die perfekt. Also, um jetzt hier einfach mal ein bisschen Szenario reinzukriegen, um hier was bauen zu können oder so, ist das eigentlich schon echt gut. Der Bagger fährt hier auch die ganze Zeit über seinen Sandhügel rüber. Der Verkehr ist schön geordnet. Die gliedern sich auch schön ein, wenn die jetzt immer auf zwei Spuren kommen. Jetzt kommen gerade leider keine zwei nebeneinander. Wie im Reißverschlussverfahren. Und ja, von daher finde ich, das ist eine super gelungene Mod. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Löst keine Ruckler aus, keine FPS-Probleme. Texturen sind in Ordnung. Also für mich persönlich gibt es da nichts Negatives zu sagen. Kann ich sehr gerne empfehlen. Links dazu, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, danke nochmal an den Modder. Und viel Spaß mit der Mod. Bis dahin, haut rein. Ciao.